Ich wollte euch ein Fahrzeug vorstellen, das ich auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf gesehen habe. Ist keine komplette Neuheit hier, aber ich fand ihn doch irgendwie interessant. Im Innenraum, ja, cool geschaltet, ihr werdet sehen, ist ein langes Trumm, knapp 7,50 Meter, aber das haben die irgendwie geil ausgenutzt. Also, wir gehen direkt mal rein. So, hier natürlich eine große Sitzecke. Ja, voll integrierter, hat natürlich vorne noch ein Doppelbett. So, aber wir fangen hinten an, weil da ist der Knaller. So, jetzt seht ihr hier schon mal, hallo, was für ein Badezimmer. Ha, gucken wir uns gleich in Ruhe an. Das Bett, oh, ich habe einen Weitwinkel drauf, aber ich kann das kaum einfangen. So groß ist das. Einmal über die komplette Fahrzeugbreite hier. Ja, da hat sich Notin was gedacht. Das ist eine richtige Liegewiese. Und oh, Gasdruckfedern. So, ich mach mal an. Meine Güte. Da kann ja ein ganzer Mann drin verschwinden hier. Hallo. Also, hier nochmal eine kleine Fläche. Ah. Und du kannst dich hier richtig hinlegen. Pass auf. Machen wir mal. Füße lassen wir unten. Wir wollen nichts dreckig machen hier in diesem Nobelhobel hier. Ah, kannst du dir einen Fernseher hinmachen? Boah. Das ist schon cool. So. Boah. Entschuldigt die wirre Kameraführung jetzt hier. Ich muss wieder runterspringen. Oh, ich hoffe, ich kriege keinen Augenkrebs. So, hier natürlich nicht ganz so viel Platz, aber ihr habt ja gesehen, unterm Bett hier ist nichts mehr. Das sind nur die Kissen. Ja, und dann habe ich eben dieses große Bad, was auch einmal über die gesamte Fahrzeugbreite geht. So, oder kannst du dich entscheiden, ne? Schatz, gehst du links oder ich rechts oder umgekehrt oder was auch immer. Also jeder hat seinen eigenen Ausgang vom Badezimmer. Großes Fassungsvermögen. Was meine ich damit? Den Spiegel? Ne, das hier ist ein bisschen klein. Also groß ist jetzt nicht. Naja, gerade stand hier eine kleine Frau vor und sagte, ah, ist viel zu hoch. Fürs Händewaschen, die musste da so drüber irgendwie. Also das ist schon ein bisschen hoch, aber für größere Menschen ist es cool. Du hast hier natürlich auch eine Fahrzeughöhe, wo du dir nicht den Kopf stößt als großer Mensch. So. Mhm. Da kannst du... da kannst du schon mal die Ambiente Leute anmachen. Aber abends, wenn du aus dem Badezimmer kommst hier, sagst du, hallo, Schatzi, Hallöchen. Geht da noch was? Und was ist das hier? Ah, das ist dann noch mehr Licht. Also alles schon, man kann das Schlafzimmer schon lichtmäßig gut einstimmen hier. Ah, das ist hier, sind die für den Spiegel. Weil der Spiegel hat nochmal eine eigene Ambiente Beleuchtung hier. Hallo, Nobel. So, wie geht das hier auf? Wie geht denn das auf? Jetzt. Leute, so geht's auf. So, dann geht das nach innen oder geht das nach außen? Ich kann es nach innen und nach außen machen. Okay. Naja, ist jetzt ich kann es mit einer Hand nicht aufhalten, aber auch nochmal die Dusche. Ja, groß genug würde ich sagen. Und hör mal, wir haben so eine schicken Ambientebeleuchtung hier. Also an Ambientebeleuchtung haben sie hier bei Noti nicht gespart, das kann ich sagen. So, und das Klo. Mhm. Ja, ist halt ein Klo, ne? Hat keine Ambientebeleuchtung, das Klo, glaube ich. Das wäre noch was, ne? Machst du den Klodeckel auf und dann hast du Ambiente. Komm, wir gucken mal. Nee, Plastik, keine Ambientebeleuchtung. Alles klar. So, hier natürlich, also im Prinzip Dreiraumkonzept. Aber wenn du vorne noch Leute hast, die mitfahren irgendwie, ist das natürlich schön. So, großer Küchenblock, auch tief, schweres Holz. Ja, oder ist das Holz? Ja, ich weiß nicht. Also, wirkt auf jeden Fall jetzt erstmal hochwertig. Schöner schwarzer Wasserhahn. Echte Notin-Tischlerei. Also sie machen Möbelbau anscheinend selber. Ja, der gefällt mir gut hier. Das so, finde ich, eine coole Lösung. Sieht gut aus. Hier nochmal ein kleines Fensterchen und Dunstabzugshaube. Okay. Ja, Müll muss auch irgendwo hin, ne? Nochmal eine große Schublade und
Backofen von Dometic. Auf der anderen Seite hier, was soll man da sagen, kleiner Tower, ein großer Tower ist nicht, aber der ist recht breit, also ja, und noch mit Gemüsefach, ja, finde ich ausreichend. So, hier das Chuma-Bedienpanel und das von Notin, ja. Okay, hier gibt es anscheinend das Hubbett. Ach, guck mal, das ist ein bisschen was anderes. Die haben hier ein Hubbett, das kannst du elektrisch runterfahren. Oft ist es ja so, dass du es so manuell runterziehst bei diesen teilintegrierten. Da hat sich Notin so ein bisschen was anderes überlegt. Okay, braucht man das? Vielleicht nicht. Andererseits, du hast hier halt auch noch gar nicht mal so kleine Kästchen. Oh, aua. Nein, so laut zu. Tut mir leid, wenn euch jetzt die Ohren bluten. Das ist dann aber, das ist manuell. Und das kannst du auch ja, so verschieben, wie du haben willst. Ne? Also, ja. Mit einer Hand ist schwierig. Okay. Hier sehen wir nochmal. Guck mal an hier. So, ich muss mal ein bisschen um den Sitz rum hier. Entschuldigt bitte. So, 360-Grad-Kamera. Und wir sehen, was vor dem... Ach so, ja. Also einmal komplett in Vogelperspektive und dann noch mal so ein bisschen mehr in Nahaufnahme. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich mache mal hier das, mach das mal aus hier, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Also hat man einen guten Blick über den Caravan-Salon in Düsseldorf hier. Ja, bei 7,50 Meter fast Außenlänge. Hier das neue... Infotainment-System vom Fiat Ducato. Ja, hier wird man wahrscheinlich noch die Sitze umbauen können. Jawohl, kannst du rausholen. Hier entsprechend wahrscheinlich sogar zwei. Das ist, ich meine, ich habe gerade draußen gelesen, den kannst du sogar als Fünfsitzer bestellen, wenn du denn möchtest. Dann kann wahrscheinlich hier in der Mitte auch noch mal einer schlafen, weil der Tisch ist absenkbar. Bodenplatte haben wir auch noch. Boah, da geht es ja noch mal richtig tief rein hier. Das ist aber eine richtig dicke Bodenplatte, richtig tiefe Boden, auch beheizt hier. Okay, wird dann auch noch ein bisschen warm. Nicht schlecht. So, hier sind auch noch mal, sind das Heizungsauslässe? Vielleicht, ne? So, Achtung, hier rückwärts wieder raus. Ah, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Ja, was ist das denn hier? Ach, guck mal, da ist eine Nespresso-Kaffeemaschine drin. Wie kriegt denn das auf? Geht gerade nicht auf. Ich könnte mir vorstellen, dass die das zugeklebt haben, damit keiner die Kaffeemaschine klaut. Auf der Messe wird so viel geklaut. Ja, ohne Scheiß, das kannst du wahrscheinlich einfach hier aufmachen normalerweise. Ist komplett fest. Also, Diebstahlschutz für die Kaffeemaschine. Ja, gut. Schade, dass die Leute so viel klauen. Hier ein Absorberkühlschrank, also funktioniert mit Gas, wenn du irgendwo frei stehst. Und ja, Heckgaragenhöhe 1,10 Meter. Hier nochmal Zugang zur Technik. Das ist wahrscheinlich fürs Abwasser. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Das könnte hier sein, so eine Platte für einen Bettumbau oder so vielleicht. Haben wir hier einfach noch ein bisschen Staufach. Okay, warum nicht? Und der Heckbereich hier im Notin so ja, gefilzt. Okay, ist vielleicht noch mal so ein bisschen zur Wärmedämmung. Könnte sein. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ist schöner als die nackten GFK-Wände. Ne? Also ja, irgendwie ein cooles Fahrzeug, oder? Wäre das was für euch hier? Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Beim Preis wird es bei manchen scheitern, ja, bei mir auch hier. So, ich mach's mal zu. Notin Avila BCL. Ja, der kommt hier als 4,4 Tonner, weil er hat schon ein Leergewicht, was leicht über 3,5 Tonnen liegt hier. 7,49 Meter, 2,30 Meter in der Breite, 2,95 Meter in der Höhe. Mit einem Basispreis von 140.000 Euro. Empfohlene Konfiguration, ja, nochmal 13.000 Euro mehr. Und so wie er hier steht, wie wir ihn gesehen haben, 164.000. Also
Ja, ihr könnt euch das dann hier mal anhalten, wenn ihr wisst, was da noch so drin ist. Also Aufpreis von 10.000 Euro für ein Progress Pack irgendwie mit dem großen Navi, was wir gesehen haben, 10 Zoll Navi, elektrische Trittstufe, Heizung Thoma Kombi 6 mit Elektro. Der kommt wahrscheinlich dann serienmäßig mit einer Vierer, ne? Könnte ein bisschen wenig sein. Staufach im Doppelboden, Living Room. Ah, das war das große Staufach, was wir gesehen haben. Das ist aufpreispflichtig, okay. Isolierter und beheizter Abwassertank, zahlst du auch für. Vordisposition Lithium, ja, dann kannst du dir einen reinknallen. Okay, und die Flachbetthalterung. Ja, geht auch nochmal extra. Kraftstofftank, 190 Euro. Ja, ich weiß nicht. Meines Wissens kommt der Ducato eh mit 90 Liter serienmäßig und 75 Liter sind eine Option. Warum kostet das dann Aufpreis? Wenn ihr da genaues wisst, schreibt das ruhig mal. Ich wundere mich, dass man hier einen Aufpreis zahlen muss für 90 Liter. Naja. Semi-Luftfederung geht für 1.600 Euro. Okay. Hier Lithium kann man auch dazu kaufen, eine 100er. Und Solarpanel ist auch extra. Fünften Fahrerplatz. Oh, 2.000 Euro. Nespresso-Kaffeemaschine, 280 Euro. Ich weiß nicht, müsst ihr jetzt mal bei Idealo nachgucken, aber eine Nespresso-Kaffeemaschine kriege ich vielleicht auch billiger, oder? Ich weiß nicht. Also, der Notin Avila BCL, auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Grundriss, finde ich so, cooles Bett und ja, ich meine für 160.000 Euro, manche kaufen auch einen Sprinter-Kastenwagen dafür, da hat man hier natürlich irgendwo mehr Wohnraum fürs Geld, das muss man auch sagen. Ne? Ich schaue nochmal an der Seite hier, gucken mal, ob wir so ein bisschen ins Profil kriegen. Ja, wäre das einer für euch? Ich finde es irgendwie cool, auch wenn mir nicht alles gefällt, aber schöner Wagen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.